Eine geheimnisvolle junge Frau streift durch den Wald. Zur gleichen Zeit wandert eine Gruppe junger Adliger ziellos umher. Einer von ihnen hat sich verlaufen. Angelockt vom Duft einer Rose wagt sich Prinz Desiree immer tiefer in das dornige Dickicht. In einem Schloss weit in der Ferne erscheint ihm das Bild eines schlafenden Mädchens. Dornröschen, das Ballett zur Musik von Peter Tschaikowski, zählt zu den wichtigen Werken des Ballettrepertoires. John Neumeier befasste sich schon früh als Ballettdirektor in Hamburg mit diesem klassischen Stoff. Mehr als 40 Jahre später bringt er eine Neufassung von Dornröschen als Winterpremiere auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Dornröschen erzählt die Geschichte zweier junger Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten, die sich bei ihrer Begegnung für die Liebe öffnen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der hundertjährige Schlaf der Titelheldin. Überwältigt von ihrer Schönheit küsst Prinz Desiree sie spontan und versteckt sich. Aus dem Schlaf erweckt, wird die behütete junge Frau zum ersten Mal mit Angst und Einsamkeit konfrontiert und empfindet erstmals tiefe Liebe. John Neumeyers ursprüngliche Fassung feierte 1978 in Hamburg Premiere. Nach dieser langen Zeit studierte das Ensemble das Werk nun als ein neues Ballett ein. Dabei hinterfragte John Neumeyer immer wieder kritisch seine ursprüngliche Choreografie, ergänzte und veränderte zahlreiche Szenen. Für die neue Fassung setzte John Neumeier auch seine jahrzehntelange enge Zusammenarbeit mit dem Bühnen- und Kostümbildner Jürgen Rose fort. Beide brachten all ihre professionellen Erfahrungen ein, um das künstlerische Konzept noch deutlicher herauszuarbeiten. Einige der originalen Bühnenbilder und Kostüme werden beibehalten, vieles wurde völlig neu entworfen. In John Neumeyers Dornröschen werden Traditionelles und Neues künstlerisch zusammengefügt. Die choreografische Sprache des klassischen Balletts von Marius Petipa trifft auf gegenwärtiges Tanzvokabular. Nicht zuletzt durch diese Gegenüberstellung bietet sich dem Publikum eine auch weiterhin gültige Sicht auf diesen großen, märchenhaften Ballettklassiker.